Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir feiern heute Karfreitag und das auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Wie ihr seht, seid ihr bei mir im Arbeitszimmer und wir sind nicht gemeinsam in der Gemeinde. Aber da wir im Moment diese Zeiten haben, wo wir alle auf Technologie angewiesen sind, um miteinander kommunizieren zu können, können wir das auch nutzen, um gemeinsam den Karfreitagsgottesdienst zu feiern, und das werden wir jetzt machen. Ich werde am Anfang, wie jetzt die letzten zwei Abende schon, den Text zum heutigen Tag vorlesen, und das ist eine Sammlung verschiedener Verse aus den Evangelien, und ich halte die Verse mal in die Kamera, damit ihr zumindest dann vielleicht später sie euch nochmal anschauen könnt, welche Verse ich vorgelesen habe. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Da nahmen die Kriegsleute des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach: Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird: Glücklich sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird mit dem dürren geschehen? Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht: Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz, und es stand geschrieben: Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Der du den Tempel zerstörst, in 3 Tagen ihn wieder aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten.
Ist er der König Israel? So steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest du auch Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, sprach er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Isop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit Jesus bewachten, das Erdbeben sahen, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen, und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuze blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam Josef von Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er von dem Hauptmann erfahren hatte,
überließ er dem Josef den Leib. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in das Grab, das in einen Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Josefs, sahen, wo er hingelegt wurde. Am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgte, versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. So befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird, bis zum 3. Tag, damit nicht etwa Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen: Er ist aus den Toten auferstanden. Und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Das ist der Text und ich möchte jetzt noch beten. Und jetzt hat sich gerade mein Laptop verabschiedet. So, hoffentlich geht es so. Herr Jesus, wenn wir den Text lesen und uns bewusst ist, dass das ein geschichtlicher Bericht ist, der deine Kreuzigung beschreibt und die Geschehnisse, die damit verbunden waren, ja, dann ist es echt erschütternd zu sehen, was du durchmachen hast müssen, was es dich gekostet hat. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wenn wir jetzt an das, was du am Kreuz erwirkt hast, wenn wir das jetzt anschauen in der Predigt, ich möchte bitten, dass du redest. Und ich möchte bitten, dass wir wirklich hören können, was du uns sagen möchtest. Ich möchte bitten, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir dein Reden verstehen. Ich möchte bitten, dass das, was ich sage, dem entspricht, was du sagen wolltest, als du den Text aufgeschrieben hast. Und wenn das nicht der Fall ist, Herr, dann bitte korrigiert es in den Ohren und in den Herzen von allen, die jetzt zuhören. Jesus, soll um dich gehen und um deine Herrlichkeit. Amen. Der Text ist lang und ich werde keine Vers-für-Vers-Auslegung machen, sonst glaube ich, ist immer noch am Auferstehungssonntag dran. Ich möchte mich auf einen Satz konzentrieren. Und das ist der Satz, den Jesus am Kreuz sagt, wo er sagt: Es ist vollbracht. Was hat Jesus gemeint, als er gesagt hat, es ist vollbracht? Die Verse, die wir jetzt gelesen haben, die sind eigentlich gespickt mit Zitaten aus dem Alten Testament. Und das Alte Testament ist der Teil der Bibel, der ungefähr 400 Jahre vor Jesu Geburt schon zu Ende geschrieben war. Und einige der Zitate, die sich jetzt in dem Text heute wiedergefunden haben, die sind aus dem Buch vom Propheten Jesaja, der über 700 Jahre vor Jesu Geburt seinen Bericht geschrieben hat. Und er hat Jesus prophetisch beschrieben. Und da möchte ich ein paar Verse jetzt am Anfang vorlesen und die restlichen dann eher gegen Ende. Und zwar Jesaja 53, die Verse 2 bis 5, da steht: Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich.
Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut war, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir haben gesündigt, er wurde durchbohrt. Er wurde bestraft und wir können Frieden haben. Aber damit wir das verstehen, müssen wir uns klar machen, was ist Sünde überhaupt? Paulus im Neuen Testament nimmt da einen Begriff aus dem Finanzwesen und er beschreibt einen Schuldschein. Und ein Schuldschein, der bleibt so lange aufrecht, bis die Schuld in ihrer vollen Höhe beglichen wurde. Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das schreibt Paulus im Kolosser 2, Vers 14, und da schreibt er: Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Also er hat unsere Schuldschrift ausgelöscht. Und zwar, indem er sie ans Kreuz geheftet hatte. Was wir jetzt gelesen haben bis jetzt, ist, dass Jesus wegen unserer Sünde durchbohrt wurde und zerschlagen wurde und dass diese Sünde mit einer Schuld verglichen wird. Aber was bewirkt diese Sünde? Sünde entehrt Gott. Wenn wir an Sünde denken, dann fallen uns so Begriffe ein wie Stehlen und Töten, vielleicht noch Ehebruch und Lüge. Aber was Sünde eigentlich macht, ist, dass sie Gott als wertloser ansieht, als das, was wir in unserem sündigen Verlangen haben wollen. Und was dadurch passiert, ist, dass die Sünde Gott seiner Ehre und seiner Herrlichkeit beraubt, weil sie den Schöpfer, Gott den Schöpfer, kleiner macht als die Schöpfung selbst. In Römer 3, Vers 23 steht: Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Was Paulus da macht, ist, er bringt eine Verbindung zwischen Sünde und Herrlichkeit. Und was man sieht, ist, dass die Sünde zu einem Verlust an Herrlichkeit beiträgt. Ein bisschen weiter vorne im Römer schreibt er: Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Also die Sünde beraubt Gott seiner Herrlichkeit, weil uns dann, wenn wir sündigen, etwas wichtiger ist als Gott, dem wir dann die Ehre und die Herrlichkeit erweisen, die eigentlich Gott gehören würde. Meistens sind es wir selber. Wir machen Handlungen, damit es uns selber besser geht. Wir lügen, damit wir aus einer schlechten Situation rauskommen, damit wir besser dastehen. Und wir nehmen durch dieses Verhalten Gott die Ehre und geben sie uns selber. Oder wenn wir andere Menschen verehren, in welcher Form auch immer das ist. Und dadurch stellen wir eigentlich Geschöpfe über Gott, den Schöpfer. Geschichtlich wurde so ein Vergehen an einem Herrscher
als Hochverrat betrachtet, wenn man die Ehre, die ihm gebührt hat, ihm nicht gegeben hat. Und wenn wir jetzt das auf Gott beziehen, dann nehmen wir dem Schöpfer des Universums seine Herrlichkeit, wir rauben sie ihm, und im Prinzip ist das das größte Vergehen, das man begehen kann. Das ist der Kern der Sünde. Jetzt ist die Frage, so ein Vergehen verlangt nach Gutmachung. Und diese Herrlichkeit, die wir Gott geraubt haben, die muss wiederhergestellt werden. Und das passiert dadurch, indem den Personen, deren Herrlichkeit genommen wird, indem als wie sie Gott seine Herrlichkeit genommen haben. Und das ist das, was eigentlich in der Hölle passiert, in der Strafe, die wir verdienen für dieses Entgelt. Würdigen und entehren Gottes. Und jetzt stellt sich die Frage, kann Jesus Gottes Herrlichkeit stellvertretend für uns wiederherstellen? Und Gott sei Dank, die Antwort, die die Bibel darauf gibt, ist ein Ja. Diese Herrlichkeit, die wir Gott nehmen durch unsere Sünde, die kann Jesus wiederherstellen. Und das ist genau der Grund, aus dem Jesus eigentlich auf die Welt gekommen ist, um diese Herrlichkeit herzustellen. Und wir lesen das in Johannes 12, da steht, Zitat von Jesus, also das sagt Jesus selber, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich eigentlich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Und da sehen wir, warum Jesus gekommen ist. Jesus ist gekommen, er war in dieser Stunde seiner Not, um genau das zu tun, um wieder die Herrlichkeit des Vaters herzustellen, damit der Name des Vaters wieder verherrlicht wird. Und dadurch, dass er gekommen ist, diese Herrlichkeit wiederherzustellen, wird der Schaden, den wir sozusagen an Gottes Herrlichkeit begangen haben durch unsere Sünde, wird durch Jesus wiederhergestellt. Und noch viel deutlicher, oder ich weiß nicht, ob es viel deutlich ist, aber mit anderen Worten sagt es Paulus in Philipper 2, da steht ab Vers 8, er, Jesus, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm seinen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, unseres Vaters. Also, dass Jesus gekommen ist und sich erniedrigt hat, das ist, wie wir da lesen, zur Ehre Gottes, unseres Vaters. Jesus durch sein Handeln ehrt Gott in dem Maß, wie wir ihn ehren sollten. Und wie hat diese Erniedrigung ausgeschaut? Und da möchte ich jetzt wieder zurück zu der Textlesung kommen, zu einzelnen Punkten. Wir haben in Markus gelesen, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Er, der ewige Sohn Gottes und der Mensch Jesus Christus, dessen Herrlichkeit, weil Jesus ja auch Gott ist, dessen Herrlichkeit durch die Sünde geraubt wurde. Er selbst ist als Gesetzloser bestraft worden. Von ihm berichtet Jesaja, dass die Engel vor ihm stehen am Thron und heilig, heilig, heilig rufen. Und der heilige Gott ist
für uns selbst zum Gesetzlosen worden. Vorher habe ich begonnen, aus dem Jesaja vorzulesen, und ich möchte jetzt die restlichen Verse aus Jesaja 53 vorlesen, weil die das ganz, ganz gut beschreiben. Da steht: Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, und jeder wanderte auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei den Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hatte, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünde wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Und das genau ist dieses Zitat, das wir gerade vorher gelesen haben. Und wir sehen aber, was es ihn gekostet hat, dass er für die Übeltäter beten konnte und ihre Sünde tragen konnte. Und Jesus macht es gleich, in dem Moment am Kreuz. Neben ihm hängen zwei Verbrecher, wir haben vorher gehört, der eine spottet und der andere, der bittet um Vergebung. Und was sagt Jesus? Er sagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er macht ihm deutlich: Für deine Sünde hänge jetzt toll, ich zahle gerade. Und nicht nur für die Sünde von dem einen Mann, sondern für die Sünde vieler, wie wir gerade gelesen haben. Und plötzlich lesen wir, wie Jesus schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat Gott ihn verlassen? Weil er für unsere Sünde am Kreuz hängt. All die Vergehen, die wir begehen, die Gottes Herrlichkeit irgendwie lächerlich klein machen, die trägt Jesus am Kreuz. Er steht als der Schuldige, der für uns bestraft wird vor dem Richter. Er trägt die Strafe, die wir eigentlich tragen müssten. Und dort in dieser Stunde nimmt er diesen Schuldschein und bezahlt ihn. Es ist vollbracht. Ich habe für dich die Schuld beglichen, sagt er. Du musst nicht mehr dafür zahlen. Ich habe Gottes Herrlichkeit wiederhergestellt. Als die Schuld gesühnt war, lesen wir: Siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Dieser Vorhang im Tempel, der hat eine Bedeutung gehabt, der hat das Allerheiligste abgetrennt. Dort hat ein Hohepriester im Jahr nur einmal hingehen dürfen. Und das war der Ort, wo Gottes Gegenwart war, im Tempel. Und der Hohepriester, der hat da nur reingehen dürfen, wenn er sich gereinigt hat und gewaschen hat. Dann erst war er in der Lage, vor Gott zu kommen. Und durch dieses "Es ist vollbracht" von Jesus bewirkt er, dass der Vorhang von oben nach unten zerrissen wird. Und diese Trennung, die zwischen uns Menschen und Gott selbst war,
die ist aufgehoben worden. Jesus hat den Schuldschein ans Kreuz geheftet und hat den Weg zu Gott freigemacht. Liebe Geschwister, Karfreitag, das ist der Tag, an dem wir uns an das alles erinnern, dass Jesus dieses Opfer auf sich genommen hat. Wir haben Gott seiner Herrlichkeit beraubt und Jesus ist der, der dafür gesühnt hat. Er ist der, der gekommen ist, um den Vater zu verherrlichen. Durch das kannst du sehen, dass Sünde, egal wie klein sie ist, nicht egal ist. Der Schaden, der durch diese Sünde entsteht, der muss beglichen werden. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und Jesus ist in dem Moment, als er am Kreuz gehangen ist, berechtigter bestraft worden, als wahrscheinlich die zwei, die neben ihm gehangen sind. Weil in dem Moment, wo er am Kreuz gehangen ist, hat er die Schuldscheine der ganzen Welt ans Kreuz genagelt. Und die Frage, vor der du heute am Karfreitag stehst, ist: Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus für dich die Schuld dort ans Kreuz geheftet hat? Und dass er für dich die Ehre des Vaters wiederhergestellt hat? Dass du durch nichts in der Lage bist, selber die Ehre des Vaters wiederherzustellen und für deine Schuld zu sühnen? Wenn du das glaubst, dann würde ich dich jetzt, wenn wir in der Gemeinde wären, würde ich dich einladen, dass wir gemeinsam reden können, dass wir über deine Fragen reden können. Das ist jetzt schwierig in der Situation und deswegen ist mein Vorschlag, auf unserer Homepage unter Kontakte, da gibt es einige E-Mail-Adressen. Eine davon heißt gottesdienst@efgegraz.at. Klick dich durch, schreibe ein kurzes E-Mail. Wenn du Fragen hast, dann bitte lass den Tag nicht vergehen, sondern stell die Fragen, schreib sie uns, wir versuchen sie dir zu beantworten. Es würde mich sehr freuen, wenn du den Mut hast zu schreiben. Jesus hat, wie wir gestern gehört haben, Blut geschwitzt im Gebet, um für die Kraft zu beten, dass er durch diese schwere Stunde durchkommt. Und er hat diese Kraft bekommen, er ist durch diese schwere Stunde durchgegangen und er hat den Schuldschein ans Kreuz genagelt. Und er hat bezahlt. Herr Jesus, es ist unbegreiflich und es ist wunderbar und es ist Gnade. Herr Jesus, so viel wir uns auch mit dieser Thematik auseinandersetzen, ich glaube, wir können gar nicht begreifen, was es dich gekostet hat. Und ich glaube, wir können auch gar nicht begreifen, was Sünde alles kaputt macht. Was es bedeutet, dass dem Heiligen Gott dadurch, dass der Heilige Gott dadurch entehrt wird von uns, von seinen Geschöpfen. Aber Jesus, du hast es begriffen. Du hast die volle Konsequenz der Sünde gekannt und an deinem eigenen Leib getragen. Jesus, ich danke dir dafür. Dir sei die Ehre dafür. Amen. Amen. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder live sehen. Und bis dahin wünsche ich euch, dass euch die Bedeutung von Karfreitag und speziell dann auch von Ostersonntag wirklich heuer neu bewusst wird. Gott ist mit euch.